Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. Ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha, ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort, wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Ich glaube, der steht ein bisschen auf Evie. Kann das? Sequenz 3, die Pressefreiheit abgeschlossen. Alles klar, super. Monteur, Natur, Burschenkontur, eine Wache per Seilrutsche Luftattentat töten. Haben wir erledigt. Beim Einbau steht 30 Meter über dem Boden bleiben. Das haben wir auch geschafft. Mann, wir sind richtige. Ihr wisst schon. Montur, Natur, Burschenmontur haben wir gekriegt. Alles klar, das heißt, wir können unsere Assassinen noch umziehen, wenn wir da Bock drauf haben. Unsere Evie und Jacob. Ich mag Jacob irgendwie total. Der ist irgendwie total sympathisch und der hat total geile Sprüche drauf. Der ist einfach nur. Echt ist der mich auch so manchmal so ein bisschen so ein Kind. Finde ich total toll. Ich mag den total. Ich mag den echt. Warum auch immer, aber ich mag ihn. Der ist echt cool. Der ist wirklich, ich finde Jacob wirklich richtig cool. Ich finde, da hat Ubisoft echt zwei ganz tolle Charakter in dem Spiel erschaffen und dieses. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt. Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Sieht aus wie ein Mann. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starex befreien. Wir sind meine Ziele. Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starys Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Alles klar. Da wollen wir doch mal sehen, ne? Was wir da so schönes. Tutorial, London erobert. Ach, dazu gibt's Tutorials. Finde ich danach heraus, wie ich das Haus hier erober? Und dass mich ständig meine Familie im Hintergrund ist? Tutorial, London erobern. Benutzen Sie Attentatswand im Zugversteck, um das nächste Templerziel aufzuspüren. Weiten Sie das Territorium der Wuchs mit Hilfe von Eroberungsaktivitäten aus. Schließen Sie Sympathisantenaktivitäten ab, um Geld, Herstellungsmaterial und einzigartige Belohnungen zu erhalten. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Das sollten wir ja hinkriegen, ne? Wir sind ja auch nur ich und ihr und Evie und Jacob. Ich denke, wir sind ein sehr gutes Team, wir alle. Und wir schaffen das schon. Wir machen das schon irgendwie in irgendeiner Art, wie auch immer. Einfach nur mit viel Mut da reingehen und ja. Ich habe das Gefühl, ich bin immer nur die ganze Zeit am Reden. Sequenz 4. Sequenz 8. Naja, wir sind, glaube ich, eher bei Sequenz 4, ne? Schnelle und zuverlässige Linderung. Eine Kluft hat sich zwischen Jacob und Evie aufgetan. Er unterstützt Evies Suche nach dem Edensplitter nicht und sie erachtet Jacobs Kampf gegen die Templer als leichtsinnig und stümperhaft. Sie arbeiten getrennt. Jacob geht nach Lambeth, um Starix Beruhigungssirup zu untersuchen, während Evie das Vorläufer-Artefakt bis zum Haus der Meister-Assassin Edward Canway zurückverfolgt. Edward Canway? Ist das nicht aus Black Flag? Aus Black Flag? War das nicht Black Flag? Edward Canway? Das war doch aus, Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß. Alles klar. Und ich töte so lange Templer. Alles klar.
Alles klar, wir töten dann einfach Templer, alles klar. Oh, man kann jetzt schnell reisen. Nein? Was ist denn da? Was ist das? Robert Topping Sympathie Aktivitäten. Ein Löffel Sirup. Nachrichtenticker. Sprungfeder Jack. Was ist das hier? Sympathieaktivität. Aber erstmal. Ja, machen wir einfach mal. Einfach so, weil wir das können. Machen wir da eine Schnellreise hin. So, Schnellreise. Ich stehe auf Schnellreisen. Schnellreisen sind super. Wir spielen jetzt wieder Jacob. Wir können ja auch wechseln, wenn wir das möchten. Wenn ich noch wüsste, wie das ging. Wäre das auch toll. Jetzt Aufnahme ist eine Woche her. Auch super. Ganz toll. Ja, Entschuldigung. So. Und wie lange dauert die Scheiße jetzt? Ach so, okay. Okay, jetzt geht's weiter. Super. Super duper. Fry, wie schön, Sie zu sehen. Oh, in die Kiste, mach die Biege. Eine Kiste, mach die Biege. Was war das denn gerade? War das auch gerade so ein Bug? Sah gerade sehr komisch aus, oder? Sah gerade sehr komisch aus. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt in Sequenz 4. Sequenz 4. Bin mal gespannt, wie viele Sequenzen es gibt. Bin ich echt gespannt. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Evie Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Krakeilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. War da nicht ein bisschen Ironie im Unterton? Ich schwör's. Das ist doch Ironie im Unterton, oder? Für mich wäre das ein bisschen Ironie im Unterton. So. Und es lädt schon wieder. Diese Ladezeiten. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Darf ich sie töten? Verstanden? Ja, Miss Thorne. Vorsicht! Verdoppelt die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Ich will sie töten irgendwie. Entschuldigung, bis. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Ach, wir spielen weiterhin Eevee. Verfügbare Fähigkeiten. Können Sie sich bitte hochziehen? Danke. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Mir
Na gut. Ich stehe auf Risiko, ne? Ihr kennt mich. Ich töte sie. Ach ja, ich habe ja keinen Vorrat mehr. Stimmt ja. Aua, aua. Oh, ja, ja, ja. Das gibt ein Gemetzel, habe ich das Gefühl. Scheiße! Scheiße, 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 scheiße. Mann, ich wollte ja unbedingt auf Risiko gehen. Ja, ja, ja. Kann man übrigens auch irgendwo Messer kaufen oder so? Geht das? Ich habe es nämlich noch nicht herausgefunden. Oder Munition oder irgend sowas. Kann man das irgendwo kaufen? Ich wollte doch nur ein paar Leute töten. Mann, kann man das irgendwo kaufen? Ich möchte es gerne wissen, ob man das irgendwo kaufen kann. Das würde ich echt voll gerne wissen. Echt jetzt. Echt wirklich jetzt. Voll gerne. Müssen wir auf irgendwas warten? Wir können es auf jeden Fall an jede... Oh, das da oben sieht gerade ein bisschen aus wie ein Animus-Fragment. Boah, sind das viele. Guck jetzt mal. Herstellung. Ausrüstung. Kann man... Nee, ich möchte gerne... Datenbank, Inventar... Assassinenhandschuh, Schusswaffe, Umhänge, Touren. Ach. Ich hätte gerne Wurfmesser. Datenbank. Hm.
Aua, 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 aua. Okay, drei sind da unten noch. Was ist denn hier gerade los? Warum ist die... Was ist hier gerade los? Warum... Was macht das Spiel gerade? Das Spiel hat sich gerade irgendwie gerade kurz aufgehängt. Keine Ahnung warum. Aua, 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 aua. Aua, 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 das... Wie soll man das denn am besten taktisch angehen? Wie denn? Wir sind schon wieder tot. Mann. Mann. Mann, das ärgert mich gerade voll. Was mache ich denn falsch? Meine Katze guckt mich so an. Du machst einfach alles falsch. So guckt die mich gerade an. Und jetzt denkt sie so, ich hab doch gar nichts gesagt, yeah. Die guckt echt so, Mann, du machst echt alles falsch, ey. Sache, du bist echt scheiße, ey. Such dir ein anderes Spiel, so guckt die. Mann, das ärgert mich gerade richtig. Dass wir das nicht hinkriegen. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Es ärgert mich. Das ist echt ein Animus-Fragment. Sind die da vorne böse? Nein, ich möchte gerne noch das Messer haben. So, die hätten wir. Okay, geht's ein bisschen taktischer vor.